feiern ja jedes Jahr im Sommer einer unserer legendären Geburtstagspartys von Sat.org. Hier auch im Café Burger. Nächstes Jahr übrigens die fünfte. Besonders denkwürdig war für mich die Party 2002. Als Gäste hatten wir dort Wolfgang Müller, aber auch Thomas Kapielski. Wolfgang Müller hatten wir ja hier in der Begeisterungsshow im April zur zweiten Show. Heute Abend freue ich mich nun sehr auf Thomas Kapielski und ich bitte nun, einen ganz feinen Menschen begrüßen zu dürfen. Und hier ist er. Ja, er kommt zu uns in die Mitte und wir hatten ja schon relativ viele bekannte Personen hier in der Begeisterungsshow vorgestellt. Thomas Kapielski muss man eigentlich nicht vorstellen. Ich mache das aber trotzdem. Thomas Kapielski wurde 1951 geboren und laut Klappentext ist er Autor, Künstler, Musiker, Fotograf und Geograf. 1984 erschien sein erstes Buch Der Westberliner Tunkwurm im Eigenverlag. Er hat dann viel für die Taz geschrieben. Das hat dann irgendwie ein unrühmliches Ende genommen. Oder nicht, da können wir vielleicht später nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Sehr berühmt wurde Thomas Kapielski dann 1998 und 1999 mit seinen beiden Gottesbeweisen, die im Merve Verlag erschienen sind. Ja, 1999, nochmal eine Stufe der Berühmtheit, war auch das Klagenfurter Wettlesen, wo er teilgenommen hat, als Autor, nicht als Juror. Und das machte ihn dann noch berühmter und spätestens seitdem seine Bücher dann bei 2001 erscheinen und sein Konterfei, vielen Dank Thomas, dann von den 2001 Plastiktüten herunterstrahlt irgendwie, ist der ja, ganz oben angekommen, was will ein Schriftsteller eigentlich mehr? Meine erste Frage, Thomas, was will man als Schriftsteller eigentlich mehr? In meinem Fall ist die Alternative entweder Ruhm und damit verbunden kein Geld. Oder aber ein erträgliches Auskommen, quasi materielles Auskommen, Sorglosigkeit in der Hinsicht, aber dafür kein Ruhm. Ich schwanke zwischen den Alternativen. Also sozusagen rum, mit oder ohne rum. Ich weiß es nicht. Ich bin auch noch nicht, das muss ich hier mal sagen, das hört sich so verrückt an für euch jungen Menschen, die ihr so nach oben strebt. Ich bin bei weitem und längst nicht aus dem gröbsten raus. Und wir sind gar nicht so jung. Ich kämpfe immer noch um Miete, Strom, Gas, den ganzen Dumpfsinn. Ja, was mich sehr begeistert immer an den Büchern sind die Fotos. Also du bist ja auch Fotograf. Gab es schon mal so eine Gesamtwerkshow, so eine Thomas Kapielski-Fotoausstellung? Man vergönnt mir keine galeristische Fotokarriere, also schmuggle ich die in die Bücher rein oder in die Zeitungen und dann läuft das da so. Es freut mich mal, dass es mal jemand mitbekommt, dass da Fotos drin sind. Das ist auch wieder sehr dumpfe Feuilleton, was rein auf Text orientiert ist und Geschichte nimmt das gar nicht wahr. Was das Feuilleton aber wahrnimmt, ist, dass du ja auch ein gelernter Geograf bist. Da weiß ich wirklich sehr wenig drüber. Hast du eigentlich mal als Geograf gearbeitet? Da gibt es keine Arbeit. Da gibt es die veredelte Arbeitslosigkeit. Gleichwohl ist die Geografie in zwei Sprachen. Es gibt die Anthropogeografie und die physische Geografie. Sie teilt sich in zwei Teile. Und sie umspannt da in Liebe den Erdball. Sie ist eine der letzten Universalwissenschaften.
Die Anthropogeografie beschäftigt sich damit, wie lebt der Mensch auf der Erde. Und diese andere Seite, die physische Geografie, ist so angenehm, weil es dort kein Menschenwesen gibt. Es geht um die rein naturwissenschaftliche Beschaffenheit der Erdkugel. Und beide Sachen sind ja im besten Sinne universell. Auch natürlich die... Jetzt hier nicht zu sehr. Es ist ein schönes Studium, aber absolut, weil es eben nicht spezialisiert ist. Du musst dich als Spezialist irgendwie spezialisiert sein, Fachidiotentum pflegen. Anders kommst du nicht an die Pfründe. Studiert. Du hast studiert, das hört man auf diesen Worten. Wie lange hast du studiert? Ich glaube, 36 Semester. Hast du dein BAföG schon abbezahlt? Nein, das mussten wir nicht. Im Gegensatz zu euch hier allen wahrscheinlich in meiner Altersstufe musste. Nein, ich muss das ins rechte Licht geben. Ich habe ziemlich rasch durchstudiert, aber dann war es so, dass man natürlich keine Perspektive, man hat gejobbt, was hatte man als Student, hatte man damals halt die fairste Sozialversicherung, Krankenversicherung, Pumpel die Pumpel, Studentenfahrschein bei der BVG und so weiter und man wurde automatisch immer ins nächste Semester gehievt. Und irgendwann dachte ich mal, Mensch, das Kindernet kann doch nicht wahr sein. Du kannst diese prolongierte Jugend nicht weiter pflegen, musst erwachsen werden. Dann habe ich mich exmatrikulieren lassen, was ich dachte, ich hatte erwartet, dass es einen ehrwürdigen Akt gibt, aber es war nicht so leicht. Da haben sie gedacht, boah, hier. Ein Hut wird weggerissen. Raus mit dem Jungen. Und dann bin ich da rausgegangen, habe mich nochmal auf den Campus umgeschaut und da richtig entlastet, dass ich raus war. Also es ist historisch leider, ich habe da einen gewissen Schaden erlitten über das Kampfstudium. Aber es ist historisch, also die Geschichte ist schuld, nicht ich. gesellschaftlichen Verhältnisse. Du bist aber dann, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, zurückgekehrt an die Uni und du hast eine Professur Kunst, eine Kunstprofessur angenommen in Braunschweig? Ja. Ja. Hast du die noch? Nein, die ist jetzt ehrenwert beendet worden. Mit? 6 Jahre ging der Wahnsinn. Das war wiederum ganz gut, weil es kommen Dinge auf einen, meist wenn man sich nicht darum bewirbt, irgendwas anstrebt, sondern die Dinge kommen. Und wenn so etwas kommt, macht man das. Das war von vornherein terminiert auf 6 Jahre. Und jetzt ist der, ich habe darüber viel geschrieben, es ist ein gewisser Irrsinn. Ausgerechnet die Avantgarde, die Freiheitslüste, die künstlerische Freiheit zu verbeamten und zu institutionalisieren. Mit Umlaufmappen und Krankenkassenkosten, Umlaufzuschüssen und allem Drummi und Dranni. Das ist völlig verrückt. Und das habe ich, da bin ich jetzt durchgetaucht. Mit großem Atem anhalten, aber ich will es nicht stilisieren. Das ist jetzt, ich bin in gewisser Weise traurig, weil ich habe irgendwie sehr viel Geld auf easy. Reich ohne Arbeit. Das ist ja irgendwie eine gewisse Utopie, die sich hier noch immer hält. Obwohl die Nation versucht, gerade diese Losung zu kippen. Arm mit Arbeit will man jetzt. Und ich habe das noch genießen können. Nun wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin jetzt wieder ordnungsgemäß in der Künstlersozialkasse und strampel jetzt. Du hast wieder 5 Jahre vor dem Bus kaufen kann. Ja, du hast jetzt noch 5 Jahre, wo man dann unter dem. Die ich überlebe oder was? Nein. Das war gar nicht. Ja. Komm, also ich habe noch. Ja, ich habe noch. Frank. Okay.
Also, weil du gerade meintest, du schreibst jetzt wieder, was mich brennend interessiert, irgendwie, Kapielski schreibt ja immer über Kapielski. Irgendwo in einem Buch steht ja auch, über sich selbst schreiben ist ja auch so ein bisschen wie sich anpinkeln. Ist es eigentlich diese Perspektive des Ich-Erzählers ein Fluch manchmal? Also worauf ich hinaus will, ist, leidet darunter die Glaubwürdigkeit? Nein, es ist ja absolutes Muss. Wenn da sitze, dann da, wenn ich dann schreibe, da gibt es gewisse moralische Maximen. Wer jemals ein Kapielski-Buch las, weiß, dass ich auch wörtlich, namentlich Leute remple. Aber ich remple nie einen, der mir unterlegen oder der irgendwie sich nicht wehren könnte. Es geht immer nach oben, nie nach unten. Ansonsten versuche ich immer in den Spiegel zu gucken und zu sagen, was ist denn das für ihn da? Sieht der aus wie Picasso? Ach nee, ist ein Spiegel. Was mich brennend interessiert, und mein Videorekorder hat leider keinen Longplay, die Geschichte mit den Pornos, wo du diese das ist wohl wahr. Das sind durchaus wahrhaftige Sachen. Das funktioniert. Die referiert sind, wobei ich sagen muss, dass in einem ich glaub, Leben, weiß nicht, ob alle die Geschichte irgendwie kennen. Ja, das war mal da an der Oberlandstraße, da waren diese Uferreste, da haben die Super 8 Filme für den Pornofilme, da gab es kein Video, da hatte man noch die Super 8, 6 Minuten Sexfilme. Und da war ich als Student mit, um Geld zu verdienen, in der Produktion mit drin. War ich zum ersten Mal beim Film. Geograf, also Farbfilm. War noch nicht Tonfilm, aber es war Farbfilm. Da war ich ja. Als Darsteller? Nee, als Filmprüfer. Als Filmprüfer? Nein, als Filmprüfer. Es war folgendes. Es war folgende Geschichte. Grandios, ich hatte irgendwie die studentische Arbeitsvermittlung dieses Einzelmännchen. Und ich hatte da irgendwie Schwierigkeiten vorher. Und dann sagte die Frau, die mich nun schon kannte, die Vermittlerin, eine professionelle, angestellte Dame, kannte mich schon und die war mir in einer gewissen Weise gewogen und so. Und dann habe ich mal gesagt, haben Sie nicht mal was im Sitzen oder so, ich kann mir später aufstehen. Und dann sagt sie, ja, Herr Kapielski, Sie haben was in der Oberlandstraße, können wir Sie zum Film vermitteln. Das ist ja grandios und ich sage, wann muss man anfangen? Ja, gegen 9 müssen Sie erst hinkommen. Das ist ja vom Feinsten. Hurra zum Film. Und dort wurde man dann immer von so einem Art Vorarbeiter, von so einem Graukittel empfangen. Und er hat dann mich übernommen und in so eine Kammer geführt, wo ein riesiger, richtig 35 Meter Projektor stand. Ganz enge Kammer, aber riesige Kisten. Und ich hatte Filme zu prüfen, da waren Pornofilme. Die waren aber nebeneinander auf 35 Meter Material kopiert, 6 Minuten lang. Ich musste die prüfen auf Materialfehler, Farbfehler. Das ist ja herrlich! Ich gucke den ganzen Tag Pornofilme an. Und du bist allein? Ja. So, jetzt war aber der Haken da, also erstmal die Pornomüffelkamera. Alles so schwarz ausgeschlagen, etwas schallgedämpft. Dann hast du immer diese Sachen reingelegt und die wurden natürlich nicht in Echtzeit durchgejagt, sondern irgendwie 6, 7, 8 Mal schneller. Das reicht, um irgendwie Fehler zu erkennen. Also hast du ein ungeheuer beschleunigtes asexuelles Gezitter da. Es war gerade. Und der nächste Haken war, es waren irgendwie 100er, 150er Serien. Du hast also den ganzen Tag immer denselben Pornofilm in 15-facher Beschleunigung gesehen. Und dann passierte eben Folgendes.
Du das jetzt ist mal Pause. Musst du mal Pause machen? Weil du den Film immer langsamer gesehen hast. Und du hast dann schon geguckt, ob die Maschinen alle in Ordnung und so weiter. Du siehst den Film immer langsamer. Weil die, das, wir sind Konstruktivisten. Vom Regen her. Wir korrigieren zu schnelle Dinge von der Wahrnehmung her und plötzlich war der Film immer langsamer. Und ich dachte, jetzt stimmt was nicht, die Kiste war noch mal, kurz alles prüfen. Ich dachte, erstmal eine Pause, raus, Rädchen rauf. Und da kommst du aus der Tür raus und da schleichen die. Da rennen so Mitarbeiter rum, die wissen schon Bescheid. Kennst du denn den neuen langsam? Deine Wahrnehmung verschiebt sich. Ja, du siehst plötzlich, du dämpfst die überfordernde Geschwindigkeit. Also Franz Josef sagt. Und das ist eben, im neuen Band gibt es sowas alles nicht mehr. Und zwar aus dem Grunde, weil ich, sagen wir mal, bis 1999 alles erzählt habe, was in meinem Leben passiert ist. So viel passiert ja in einem Leben gar nicht. Jetzt muss ich halt mir die Sachen selber ausdenken. Jetzt sind es halt nur noch Maximen, Reflexionen, Parverga et Moralia. So eine Angelegenheit. Ja, da kommen wir doch zu einem neuen Buch. Es heißt ja. Weltgunst. Weltgunst. Weltgunst heißt es. Und mir ist aufgefallen, im Vergleich zu sozialen Manierismus war es ein sehr persönliches Buch. Also so kam es mir vor. Auch sehr ernsthaftes Buch. Und du hast dort irgendwie die letzten Jahre, ist wieder eine Chronik, unterteilt in das Jahr, also in Jahre mit Titel. Ich lese mal ab. 2002 war das Jahr des Hinnehmens, 2003 das Jahr des Durchstehens und 2004 das Jahr des Standhaltens. War das oder ist das eine Einteilung, die du einfach persönlich abgeleitet hast, oder bist du sozusagen ein Seismograf der Bundesrepublik und hast dort eher allgemeingültige Beobachtungen in die Titelfindung einfließen lassen? Ui. Ich kann diese Spaßhaftigkeit, diese prolongierte, grundlose Lustbarkeit, die auf Pfützen des Elends erblicht hat, nicht mehr ertragen. Ich möchte mit meiner Literatur wieder das Elend ins Licht stellen. Das leicht banale Elend. Man fragt mich hier bisweilen schon Mitleid. Ich glaube, es ist nicht so schlimm bei dir privat und so weiter. Ich sage, natürlich, ich habe die Scheidung und allen Scheißdreck erlebt. Und um mich herum sind irgendwelche Leute, haben ihren Darmkrebs irgendwie und was, ja. Es ist eben so. Und ich bin gleichwohl ein Humorist und lebe gern. Da ist überhaupt keine Frage. Aber die Innenwände des Humoristen sind mit melancholischen Tapeten ausgekleistert oder umgekehrt. Also, der Mann ist mit deinem Leben kapuziert. Ist auch egal. Jedenfalls, ich mag diesen Happy-Happy-Spaß und wir sind immer wie Galt Bonig und wie die alten Schwachmaten alle heißen. Jetzt habe ich nicht mehr, der möchte ich nicht absetzen, weil man mir zu... Man hat in Österreich, sagt man mir immer, Herr Kapiez, Sie sind einer der wenigen Deutschen, die wirklich Humor haben. Und das ist ja immer fein, weil die Österreicher ja immer dieses Bittere im Humor noch lesen. Und ich möchte irgendwie hier nicht mehr diese Spaßschiene mitfahren und ich möchte irgendwie auch ein bisschen, ich möchte elaborieren, ich möchte auch nicht so doof.
Ich möchte ganz sozialitäre, wer kein Latein versteht, der kann mein Leser nicht mehr sein, meine Damen und Herren. Klatscht die Aberwahl. Ja. Nein, das ist also eine Idee und ich bin, weil mich so außerordentlich stolz macht, es gibt von dem Buch irgendwie, es gibt Irritationen mit dem Buch, aber es gibt zwei Besprechungen in der FAZ. Aha. Ein Würdeblatt und ein gutes. Ich wünsche, ihr guckt öfter mal nach. Und das führt mich unter Sachbuch. Und nicht unter. Und nicht unter irgendwie im Larifari, Schwischwaschi. Wunderbar, da sage ich, Kelski, du bist auf dem richtigen Weg. Es ist Schluss mit lustig. Die Sache wird jetzt ernsthafter angegangen, aber nicht humorlos. Denn das hieße, man würde wieder sich leicht in diese dogmatisch-totalitäre Ecke, diese ein bisschen die selbstkritische begeben, das muss nicht sein. Das wünsche ich auch euch Jungen. Ich muss auch mal sagen, es gibt zwei Gründe, warum ich immer sehr gerne hier im Café Burger bin. Erstens. Ja. Es gibt majestätische. Nein, erstens mal, ich finde das hier grandios, das Café Burger. Ich habe am Wochenende eine quasi literarische Herrenpartie mit Bernd Papenfuß, der hier das Programm gestaltet, und Bernd Kramer, der auch Verleger ist, gehabt nach Jena. Und ich bin immer gerne hier und ich muss sagen, dieses ist hier etwas Würdiges, etwas Grandioses, was angenagt schon wird von der Lustbarkeit, von der Vergnügungssucht. Es gibt wohl kaum noch einen literarischen Abend, der so gut besucht ist wie dieser. Dort klopfen dann schon die Lustsüchtigen, Vergnügungssüchtigen an der Tür und wollen endlich ihre dumpfe Techno-Macke, Mogo oder was haben. Ja? Und deshalb finde ich das grandios, das ist so eine Gaststätte, ein Café, das auch das Interieur bewahrt hat, aus alter Vorzeit, was auch nicht mehr üblich ist. So ein Programm. Das andere ist, dass ich euer Programm schätze. Ich bekomme seit Jahren dieses kleine Reklam-Fake-Heftchen. Das sind edelste Texte, die prüfe ich und das ist so angenehm. Und ihr seid es würdig, dass ich auch für quasi kein, für 10 Biermark unter euch weile. Das andere ist, dass heute ein besonderer Abend ist. Ich begrüße meinen Verleger. Peter Gente. Es sind diverse ältere Freunde. Man hat es schon mir zugetragen, es sei sehr wunderlich, dass heute so viel ältere Herrschaft sind. Man kann nicht nur mit eurem jungen Gesindel hier rumsitzen. Die ganze Sache muss durchwachsen sein und dadurch Substanz gewinnen. Desgleichen sage ich. Ja, ich erzähle jetzt die Scheiße nicht. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, es gibt nur vier dieser Bände von Weltkunst, aus der ich nun gar nicht vorgelesen habe, aber ihr könnt euch alle vorstellen, was darin steht. Und die vier, die ich kaufen möchte, heute zum Sonderpreis für 9 Euro, sonst kostet es 13,80, der kriegt von mir hier eine ganz knallharte Widmung, dass ihr die also, ja, die euch durchgerungen habt, das Scheiße mal wieder ein Buch zu kaufen. Und
Es steht dann da, dass an diesem Tag und bei dieser Gelegenheit mache ich nur mit Humor. Also Pop. Und das war's schon. Ja, man muss dazu wissen, dass wir uns, wo haben wir uns getroffen? Das letzte Mal beim Sparkassenbund, da hattest du eine Lesung und da habe ich dich angesprochen und gefragt, ob du hier beim Fähnlein Wiesenschweif kommen willst, und das ist toll, also dass du da bist, und ich hoffe, dass wir noch was hören werden. Du hast doch das Buch da, du hast ein fünftes Exemplar dir ergattern können, und mich würde nämlich sehr interessieren, der Titel, Weltgunst, was das bedeutet. Weltgunst? Das ist ein aus der Mode gekommenes Wort, das etwas davon erzählt, dass die Welt einem Gunst verleiht, dass sie Glück, dieses Glück. Das ganze Buch handelt im Grunde genommen von Unglück. Und jetzt lese ich, es ist furchtbar, es geht nur um Sterben und Tod und so weiter. Es ist furchtbar. Alles ist schlimm. Irgendwie mal ein Beispiel. Man braucht ja bloß hier so einen Stich zu machen, das wird schon furchtbar. Das ist immer so aphoristisch aufgebaut, das sind nur immer kleine Fenster. Ich weigere mich in Zukunft größere Strecken durchzudenken, es führt in die Irre. Es gibt kein. Das wäre jetzt, wenn ich das finden würde, aber. Also, was mich sehr beeindruckt hat, aber was auch schon wieder lustig war. Du musst hier keine Zeit. Ein Tag ohne Bier ist wie ein Tag ohne Wein. Ja, das sind die. Das möchte ich mir auf mein Kissen sticken. Mensch, Kollege, das sind doch die literarischen Köder, die man verfüttert, mit denen man von allen Teilen zitiert. Das sind schon gewisse Schwärmer, die aufleuchten, da, die man mal Ideen, die man hatte. Die werden einem auch ganz leicht dann enteignet. Ja. Wie, du hast keine Chance, aber nutze sie vom ehrenwerten Achterbusch. Ja. Ja. Soll ich die Engelgeschichte noch vorlesen? Ja. Also nun stellt euch vor, alles ist schlimm. Dünkel, Dämmerung. In meinem Leben ist, weiß Gott, allerhand passiert. In der Nachdenklichkeit vor dem Schlaf aber kommt Traurigkeit über mich, denn ich hätte mir mehr erhofft. Und weiß nicht mal was. Und weiß nur, das war's, mehr wird nicht. In jenes letzte Jahrtausend, eben bis 2000 gepflanzt, bleibe ich diesem gänzlich fremd und treibe fort von allen mir vertrauten Ufern. Müd lenke ich meine Schritte auf gewundenen Wegen durch die schroffe Unzulänglichkeit der Welt aufs Grab hin. Hin geht die Zeit, her geht der Schnitter. Viel Haar und auch zwei Zähne sind längst mir bestattet. Ermattet hängen Backe und Sack. Genug. Meine Trübnis aufzulichten, muss ich solcher Gedanken ledig werden. Und dies geschah einmal wahrhaftig so.
Ein Engel stellte sich zu mir ans Bett und befahl mir unverzüglich, 14 Halbe trinken zu gehen. Ich fragte ihn, wo? Er sagte, egal. Soll ich es niederschreiben und verkünden? Nein, mache es einfach und harre geduldig meiner weiteren Dekrete. Ich marschierte los und verabreichte mir das himmlisch verordnete Quantum. Und alles ward gut. Da weitere Edikte ausblieben, befolgte ich im Falle einer neuerlichen Betrüblichkeit das bewährte Verfahren auf gewohnte Weise. Die Gewohnheit bringt in vielen Dingen das Ende der Lust. Und bestenfalls beginnt alsdann Behaglichkeit. Meist jedoch erst mildes, dann scharfes Unbehagen, auch Jammer, Angst und Kälte. Ansonsten Pein und grimme Plagen, ferner Geldnot und Tod. Jetzt muss ich politisch mich noch äußern. Die Meinungsfreiheit bleibt bei uns insofern ganz unbeschadet und allseits konzediert, als wir doch sowieso alle mehr oder weniger einer Meinung sind. Als nun der Engel aber ein zweites Mal an mein trostloses Nachtlager trat, hatte es solches bewendet. Er auferlegte mir, sogleich und eilends nach El Paso zu reiten, um dort bei Jeeby Hill ein paar Cowboy-Stiefel maßfertigen zu lassen. Ich fragte, für wen? Für dich, mein Sohn. Wovon, mein Gott? Dies wird sich finden. Allein nur beachte, always three chords and the truth. Ich sagte, nein. Was sagte der? Nein, 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 ich lehnte ab, verweigerte mich strikt und stur. Ratlos schaute der Engel auf mich nieder, ich senkte unwirsch den Blick, er die Flügel. Dann aber sprach er: So erhebe dich denn unbotmäßiger und eile unverzüglich hinweg, 14 Halbe zu fassen. Vulnerant omnes ultima necat. Alle verwunden, die letzte töte. Ihr wisst aus eurem Gymnasial, ich hoffe. Ich fragte, und wo? Er sagte, egal wo. Soll ich es niederschreiben und verkündigen, Ovi et Orbi und so weiter? Nein, allein Sündige und saufe nur Starrsinniger, wie du. Wenn du einmal dürstest, verdurstest und stirbst, wünschen wirst, gesoffen zu haben. Mit diesen Worten und einigen mehr, die wir uns hier wiederzugeben versagen müssen, entfernte sich der Chirurg und war nimmer gesehen. Mir aber bleibt auf ewig das bettstädtische Edikt. Jetzt kommt, das hatte ich versprochen, der letzte Absatz dieses Buches.
Das ist ja dann aus dem Elend und fürchterlich alles furchtbar. Da kommt er dann, der heißt deshalb auch, weil das so schön ist, Titel sich auszudenken, mache ich ganz viel kleine Abteilungen, kriege mir mal einen Titel. Ich sitze da und mache Titel. Und das heißt Rettung nahe. Das ist natürlich, also wie ist wieder hier. Ja, man ist ein Kollegen, wie ist Bescheid. Rettung nahe. Was bist du so traurig? Fragte mich der Blech- und Rohrblattbläser Koltermann aus Eickel einst in Essen. Das Gespons hat mich verlassen. Frau und Kind. Da fixiert er die Meute und zeigt auf ein Weib und sagt, nimm diese dort. Ein gütiges Wesen, lieb und apart. Ich staunte sie arglos an, da lächelte sie still herüber und sah aus liebrundem Gesichte mich vergnügt und freundlich an. Und von nebenan schallte Musik herüber und Leuchtkugeln flogen durch die stille Nacht. Und der ganze Lebensblödsinn rauschte dazwischen herauf und hinweg und alles ward gut. Die Begeister kommen uns zu.